Ich beginne mit der Vorbereitung des Naturnagels. Schiebe mit dem Probhascher die Hautschüppchen von der Nagelplatte vorsichtig und fräse die restlichen Hautschüppchen mit dem Diamantfräser. Gut entstauben und mit Nail Prep dehydrieren. Dann trage ich den Nilfos One auf, unseren säurefreien Primer. Jetzt nehme ich die Schablone und schneide sie zurecht und setze sie an für ein Stiletto. Es gibt ein gesondertes Video, in dem ich euch genau zeige, wie man eine Schablone einschneidet und an den Naturnagel richtig anpasst. Beim Stiletto ist es wichtig, dass das Ende der Schablone auf Höhe der Basislinie ist. Und die Basislinie befindet sich immer parallel zum Fingerknochen. Dann drücke ich die Flügel an die Seite. Nochmal festdrücken. So, und jetzt kann man genau sehen, wie die Schablone angesetzt wird. Ich beginne mit der Nagelbettabdeckung und dem Pink Cover und forme eine schöne Smiley. Nicht einfach wild in dem Produkt rumrühren, sondern vorsichtig dem Material die Zeit geben, die es braucht. Und nur in Form legen. Dann arbeite ich das obere Bällchen für das Nagelbett für den Sitz des Apex. Nun arbeite ich die Verlängerung mit dem Nilfos Color Powder Petrol und das wird, weil das so hoch pigmentiert ist, ganz dünn verarbeitet. Und ein bisschen flüssiger als die normalen Basispowder. Man kann sehen, dass ich das ganz dünn nach vorne ziehe. Ich brauche es nur für die Verlängerung und für die Farbdichte. Dann nochmal die Flügel kontrollieren, ob auch alles sauber modelliert ist. Und schön auf die Seitenlinien achten. So, jetzt setze ich nochmal ein Color Powder Bällchen direkt an die Smiley, etwas dicker. Das ist quasi wie eine Rampe von der Smiley in die Verlängerung runterläuft. Das mache ich aus dem Grund, wenn ich hinterher den Nagel mit Clear auffülle und ich würde das nicht tun, dann hätte ich so eine Art Aquarium-Effekt. Also ich würde von oben reinschauen und
es wird einfach nicht schön aussehen. Und das vermeide ich damit. Und dann fülle ich die Spitze mit Clear, mit dem Nelfos Crystal Clear Basispowder und vervollständige damit komplett meine Arch. Ich muss auch nicht mehr oben übers Nagelbett gehen, weil das ist ja schon fertig. Ich arbeite das Clear nur auf die Verlängerung. Nochmal kleine Löcher ausfüllen. Ihr braucht auch nicht wahnsinnig viel Material arbeiten, weil wir gleich beim Feilen die Smileline quasi freilegen. Es wäre sinnlos, da jetzt noch mehr Produkt drauf zu machen. Wenn das Material ein bisschen angehärtet ist, dann nehme ich die Pinch-Pinzette für Stilettos und drücke mir meine Verlängerung zusammen. Das sieht jetzt gefährlich aus, ist es aber nicht, weil ich das sehr vorsichtig mache. Löse die Schablone ab, immer nach unten und dann erst oben aufmachen. Und nach unten weg. Würde ich das andersrum machen, ist die Gefahr groß, dass ich die Spitze wieder abreiße. Und dann fixiere ich die Flügel von meiner Smileline mit der Pinchklemme. Wenn das Material komplett ausgehärtet ist, beginne ich mit der Befeilung. Was ganz wichtig ist beim Stiletto, die Seitenlinien werden erst zu Ende gefeilt. Nicht an die Oberfläche gehen, immer erst die Seitenlinien, bis die Spitze erreicht ist. Untere Seitenlinie. Dann die Oberfläche. Man kann auch mit dem Fräser die Oberfläche bearbeiten, aber da ich ja eigentlich sehr wenig modelliert habe, das sieht man auch jetzt gleich, brauche ich nicht mehr viel feilen. In der Mitte feile ich natürlich mehr, weil ich da ja die Zunge von der Nagelbettverlängerung gemacht habe. Jetzt nochmal fein feilen und mit der Holzfeile die Seitenlinien nachfeilen. Bin da immer ziemlich pingelig. Buffer ich den ganzen Nagel, alle Fallschritte nochmal mit dem 100er Buffer. Die Krate von unten entfernen und Oberfläche. Gut entstauben und jetzt ist der Nagel bereit fürs Design. Da ich ja großes schwarze Swarovskis kleben will gleich, möchte ich nicht so viel Untergrund machen, sonst wird mir der Nagel zu wild und zu voll. Ich arbeite mit dem Acrylic Design und der One-Struck-Farbe Schwarz, die ich mit Wasser verdünnt habe. Ich arbeite deswegen gerne mit dem Acrylic Design, weil der durch den dickeren Körper ja wie so eine Art Tank hat. Ich kann ganz lange damit arbeiten, ohne ständig nach 2 mm wieder neue Farbe aufzunehmen.
setze ich mit Weiß kleine Akzente und Lichtpunkte. Auch nicht zu viel. Jetzt trage ich mit Unisealer und purem Silberglitter noch ein bisschen Glitzer drumherum auf, da wo die Steine gleich reingesetzt werden. Dafür nehme ich den Nail Art Nummer 0. Pinsel. Jetzt trage ich mit dem Spotty Unisealer auf, um dann in die Unisealer-Punkte die Swarovski-Steine zu kleben. Die härte ich in der UV- oder in der LED-Lampe erstmal aus. Man kann auch Kleber nehmen, mache ich auch ab und zu, Nagelkleber. Beim Nagelkleber muss aber wirklich Stein für Stein immer wieder ein neuer Punkt gesetzt werden, weil euch sonst der Kleber trocknet. Und ganz zum Schluss nehme ich den Top & Go und versiegel den Nagel. Und auch hier ist dabei darauf zu achten, je dünner ihr den Versiegler auftragt, desto mehr glänzt er. Ganz wichtig: beim Versiegeln achtet darauf, nicht über die Steine zu kommen, da ihr sonst den Glanz von den Swarovskis verliert. Und dann ist unser Nagel fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss!